Wir spielen heute Street Fighter 6. Und das hat natürlich einen Grund, vielleicht habt ihr es auch schon bei Nils im Stream gesehen, wir haben ein großes Turnier, ein großes Street Fighter 6 Turnier geplant auf der Gamescom in Kooperation mit Capcom. Ich werde ja auch übrigens auf der Gamescom höchstwahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es schon offiziell ist, aber auf der Capcom-Bühne auch viel unterwegs sein. Also Capcom ist unser Partner auch für die Gamescom, was sehr geil ist, weil ihr wisst ja, ich bin sehr großer Monster Hunter-Fan. Und da wird es ja vielleicht auch was zu singen. Egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Street Fighter 6 geht jetzt ins zweite Jahr. Und wir haben ein fettes Turnier geplant. Aber, also die Idee war ein bisschen komisch. Die Idee ist nämlich so, dass es hieß, wir bei Rocket Beans sind Noobs und wir suchen Pros, mit denen wir an unserer Seite kämpfen. Jeder von uns Noobs, ich weiß gar nicht, wer ist alles dabei? Soon, Chiara? Nee, doch. Soon, Chiara, Nils und ich, glaube ich, sind's. Und das ist natürlich schon ein bisschen albern, mich im gleichen Atemzug wie diese drei Noobs zu nennen. Also das muss ich sagen, für den Pitch und für Storytelling ist es okay, das so zu sagen. Aber in Wahrheit ist da natürlich schon ein Skill-Gap. Und ich glaube, das wäre halt nicht cool, wenn man sagt, drei Noobs und einer der krassesten mit den Pros. Deshalb hat man sich dazu entschieden zu sagen Noobs plus Pros. Gut, könnt ihr euch ja euren Teil selber bei denken. Vielleicht können wir mal kurz aufs Panel klicken. Ich habe ein Panel eingerichtet unter meinem Twitch-Kanal. Und da seht ihr schon Street Fighter 6. Und wenn ihr da draufklickt, kommt ihr direkt zu unserem Blog, zu dem Rocket Beans Blog, wo genau erklärt wird, wie es ist quasi ein Casting, ja, wie es quasi ablaufen wird. Es ist nämlich folgendermaßen. Wir suchen über einen längeren Zeitraum Street Fighter 6 Spieler oder Spielerinnen, die wirklich, wirklich gut sind. Und dann, ähnlich wie The Voice of Germany, müsst ihr es euch vorstellen. Ja, die sozusagen sich dann einen Paten aussuchen. Also entweder Chiara, Soon, Nils oder mich. Und dann mit uns, mit dem jeweiligen Paten, da kommt der Blogbeitrag, mit dem jeweiligen Paten auf der Gamescom-Bühne gegen die anderen kämpfen wird. Oder für den Paten gegen die anderen kämpfen wird. So, und das ist natürlich, wie das genau abläuft, wie ihr da mitmachen könnt, das steht da alles im Blog, denn es ist natürlich schon so, ihr müsstet dann, wenn ihr euch bewerbt, wenn ihr dabei sein wollt, wir haben noch ein kleines Turnier bei RBTV Home vor der Gamescom, wo ihr anwesend sein müsstet, um eure Skills zu demonstrieren. Und ihr müsstet dann natürlich auch, ich glaube, an 2 oder 3 Tagen auf der Gamescom da sein. Von uns kriegt ihr natürlich Anreise, Unterkunft und Tickets, also das ist kein Problem. Ihr müsstet aber halt Zeit haben, dann zur Gamescom zu kommen. Wenn ihr euch da angesprochen fühlt, wenn ihr sagt, ich bin der krasseste in Street Fighter 6, ich möchte Eddie vertreten. Ich kann es nicht genau lesen, du musst es mal vorlesen, Nicola. Lies mal vor, was da steht. Also ihr müsst da sein am 19.07. von 18 bis 23 Uhr. Das ist das Community-Qualifikationsturnier bei RBTV in Hamburg. Genau, das ist bei RBTV Home dann, ja? Genau, von Donnerstag bis Samstag von 14 bis 17 Uhr in Köln auf der Gamescom müsst ihr dann auch da sein. Genau, weil da findet dann das Turnier auf der Bühne statt, Bühnen-Action. Es gibt natürlich auch was zu gewinnen in Zusammenarbeit mit Capcom und Samsung. Dazu zum Zeitpunkt X noch mehr. Wichtig ist erstmal, dass ihr da Bock drauf habt, dass ihr überhaupt sagt, ich bin krass in dem Spiel. Und ich traue mir zu, da auf der Bühne Eddie zu vertreten, beziehungsweise mit Eddie zusammen. Wir werden auch dann abwechselnd, glaube ich, kämpfen. Ich weiß gar nicht genau, wie der Modus dann sein wird, aber dass wir zusammen einfach die anderen fertig machen. Es hängt also schon so ein bisschen davon ab. Ich kann natürlich nur beeinflussen, was ich kann. Und ich weiß natürlich, dass ich wesentlich besser bin als die anderen drei. Aber wenn jetzt der Nils es schafft, sich den deutschen Meister in Street Fighter 6 zu holen, dann brauche ich natürlich den Weltmeister in Street Fighter 6. Versteht ihr? Also es ist, it's complicated. Deshalb, klickt auf das Panel. Wenn ihr
in der Street Fighter 6 Community seid, wenn ihr jemanden kennt, der in der Community seid, wenn ihr selber glaubt, das Zeug dazu haben, wie auch immer, lest es euch durch, bewerbt euch und macht mit. Ich zähle auf euch, ich brauche wirklich jemanden dann an meiner Seite, der den zweiten im Neckermann-Turnier in Street Fighter 2 würdig vertritt. Das muss schon auch jemand sein, der oder die das wirklich drauf haben. Okay? So, bevor wir loslegen, haben wir auch noch eine andere Partnerschaft, und zwar mit Samsung. Und Samsung hat mir eine Festplatte zugeschickt. Ich zeige die euch mal. Das ist eine 2 Terabyte SSD-Festplatte. Ich habe so eine schon verbaut gehabt in meiner PlayStation 5, aber ich zeige euch jetzt nochmal, wie das funktioniert. Denn viele Leute, unter anderem Leute aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, haben das nicht gemacht, zu meinem großen Unverständnis. Denn was viele nicht wissen ist, die PlayStation 5 hat einen extra Slot für SSD-Festplatten wie diese hier. Und ihr wisst es, mittlerweile haben Spiele teilweise 70, 80, 90 oder mehr Gigabyte Festplatte oder brauchen diesen Festplattenspeicher. Und da ist ruckzuck die Platte voll. Also wer einmal, weiß ich nicht, Call of Duty oder so runtergeladen hat, 200 Gigabyte weg oder so. Das heißt, man kann dann nur eine begrenzte Anzahl, ich glaube bei der Urauslieferung der PlayStation 5, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, sind so 600 Gigabyte oder so Festplatte. Das reicht nicht. Das reicht, also mir reicht das nicht, weil da musst du ständig Spiele löschen, wenn du Neues installierst, und das ist nervig. Deshalb baut euch eine SSD ein, so wie diese hier von Samsung, die SSD 990 Pro NVMe M.2 SSD. Und es ist wirklich Baby-Eier-leicht. Ich zeige euch jetzt gleich, wie das funktioniert, weil viele haben vielleicht Angst und denken, oh ja, irgendwie Hardware einbauen, Festplatte einbauen, da will ich nichts kaputt machen oder so. Also erstens mal wichtig, die Garantie bleibt erhalten von eurer PlayStation 5. Es ist nicht so, dass ihr da irgendwas Illegales, Hackermäßiges macht oder so, sondern das ist geplant. Das ist gewollt. Es gibt auf der offiziellen Sony PlayStation-Seite ein Video, das euch zeigt, wie man das macht. Okay? Und ansonsten ist das wirklich eine Sache von keinen 5 Minuten. Ich zeige euch gleich, wie es funktioniert. Es ist wirklich Baby-Eier-leicht. Ich sag ja, das ist der schwerste Teil. Ich hab's eben noch gemacht, Ningo. Ich schwöre es bei Gott, beim Augenlicht meiner Kinder. Ich hab es eben noch gemacht und es ging super easy. Und jetzt klappt's nicht. Was mache ich falsch? So. Ich habe mich nicht getraut. Ich hätte es einfach fester machen müssen. Ich habe mich nicht getraut, so fest zu machen. So. So, jetzt ist es ab. So, und hier, da kommt die Festplatte rein. So, ich packe die jetzt erstmal aus, dass ihr mal seht, wie die aussieht. Das ist einfach was anderes. Sobald die Kamera an ist und Leute einem zugucken, ist alles schwerer. Es ist so. So. Jetzt holen wir die hier raus. Jeff wurde gefragt, wie viel Megahertz der hat. Steht da irgendwas drauf? Ach Leute, ihr fragt mich Sachen. Wie viel Megahertz? Oh, scheißegal. Aber von der Kapazität her waren das 2 Terabyte sind es. 2 Terabyte. Ja, schon nicht schlecht. Und du hast ja die 600 auch, das heißt, du hast 2,6 Terabyte dann, ne? Ui, das ist ordentlich. Das ist mehr dann, als ich an meinem PC habe. Warte mal, ich sehe hier keine Megahertz. Alter, leck mich am Arsch mit Megahertz. Okay, und jetzt machen wir erstmal Folgendes. Wir schrauben erstmal hier diese Plate ab da. Warte mal, ist Megahertz nicht Memory? Egal. Till hat mich verwirrt. Ich glaube, das ist bei SSDs. So, das schrauben wir einfach ab. So, und hier sieht man den Slot. Sieht man das? Ich glaube, man kann man hier mit dem Ding zoomen? Nee, ne? Gibt es hier keine Zoom-Taste irgendwo? Kannst du. Oh, ich kann switchen, ja, gut.
Aber sonst, ich kann es heller und dunkler machen. Zoomen kann man irgendwie nicht. Schade, ne? Gibt es bestimmt auch welche, bei denen man zoomen kann. Aber wir wissen ja, wo es rein muss ungefähr. Wir sehen ja das Ziel vor Augen. Jetzt, man sieht das jetzt hier nicht, aber da ist... Es ist babyeilig. Es gibt nur eine Möglichkeit, da das in diesen Slot reinzuschieben. Das Wichtigste ist, dass man es so schräg, ihr seht es jetzt nicht, man muss es schräg reinmachen. Sehe ich nichts mehr. Falsch rum natürlich. Es gibt auch nur eine Art und Weise, wie es überhaupt passt. So, jetzt merke ich schon, es ist drin und jetzt steht das so schräg. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Steht so ein bisschen, steht das hier das, so ab. Das sieht man, ja. Das ist richtig, wenn das so ist. Achso, shit, ich habe vergessen, die Schraube vorher rauszuholen. Hier ist so eine Schraube, die nimmt man vorher raus. Es gibt verschiedene Größen von SSD-Festplatten, deshalb gibt es hier verschiedene Schraubenslots. Wir holen, falsche Richtung. Wir holen hier die Schraube raus, damit schrauben wir nämlich gleich die Festplatte fest. So, nochmal. Also hier einfach in den Slot rein. Schräg. Dann drückt man es runter. Und dann schraubt man es hier einfach wieder fest. Das war's. Wow. Ja, ich sag ja, es ist wirklich Baby-Eierleicht. Das war's. Und dann macht man hier den Deckel wieder drauf. Und fertig ist der. Fertig ist das Gedöns. Der Chat gerade fragt, ja, da ist ein Heatsink drauf. Das ist die Samsung 990 Pro. Ja. Der hat schon einen integrierten Heatsink. Genau. Es gibt auch welche mit Heatsink. Ja, und dann macht man den Deckel wieder drauf und lässt das Formationsprogramm von der PlayStation laufen. Und was soll man noch sagen? Es ist so einfach, sich 2 Terabyte mehr Speicherplatz zu holen. Also auf jeden Fall empfehlenswert von meiner Seite aus. So, jetzt kommt die 2. Herausforderung. Das hat aber nichts mit der Festplatte zu tun, sondern mit meinem Setup hier. Hoffentlich kriegen wir jetzt ein PlayStation-Bild rein. Das ist alles immer hier so. Wenn man einmal ein Kabel verändert, dann ist direkt alles immer weg. Das Problem habt ihr aber nicht, Leute. Das habt ihr nur, wenn ihr streamt und Capture Cards benutzen müsst. So. Jetzt erstmal gucken, dass ich hier ein Bild kriege. Ich schwitze wie ein Iltis, ey. So, was ist hier mit dem Fernseher, Digga? Was ist hier? Street Fighter 6. Oh, ich werde auch gleich mal online gehen und gucken, was meine Skills noch wert sind. Ich habe mich übrigens für den einfachen, man kann sich zwischen 2 Steuerungsoptionen sozusagen entscheiden. Einfach und Oldschool, wenn man so will. Ich bin natürlich eigentlich Oldschool. Also sprich, man muss diese Viertelkreise mit dem Steuerkreuz machen für den Feuerball und so. Aber warum soll ich mir das Leben schwer machen, wenn es andere sich leicht machen? Also bin ich jetzt auch auf die einfache Steuerung. Da brauchst du keinen Viertelkreis mehr machen, brauchst einfach nur noch eine Taste drücken. Meiner Meinung nach, meiner bescheidenen Meinung nach, ist das... Ja, wie soll ich sagen? Vercasualtes Street Fighter. Wenn du nicht mehr einen Viertelkreis eingeben musst, um Feuerball zu machen. Sage ich ganz ehrlich, die Schwierigkeit war es ja auch immer in Stresssituationen, dann schwierige Tastenkombinationen zu machen. Das zeichnet ja auch so ein bisschen Prügelspiele, Beat'em-ups für mich so ein bisschen aus. Aber bei Tekken haben sie es jetzt vereinfacht, bei Street Fighter haben sie es vereinfacht und irgendwann muss man wohl mit der Zeit gehen. Und einfach akzeptieren, dass sich das geändert hat. Nur ich werde natürlich nicht versuchen, einen Viertelkreis zu machen, wenn die anderen einfach nur Dreieck drücken müssen. So, wir gucken uns das gleich mal an.
Ich glaube jetzt, ich habe hier, glaube ich, auch den Season Pass und alles neu, weil die neue Season, da gibt es jetzt auch M. Bison. Mit dem war ich natürlich auch sehr, sehr gut. Online, da gehen wir gleich hin. Ranglistenkampf und so weiter. Gucken wir uns gleich an. Wir machen erstmal vielleicht Arcade, oder? Ein bisschen Story Mode. Gucken, wie weit wir kommen. Ich muss sagen, ich habe Street Fighter 6 noch gar nicht gespielt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt, einmal ein World Champion, immer ein World Champion. Auf jeden Fall, optisch hat sich da schon einiges getan. Steuerungstyp hier, modern oder klassisch kann man hier auswählen. Schwierigkeit, schwierig, am schwierigsten, am einfachsten, einfach nochmal. Wenn wir mal nochmal, gucken mal, wie weit wir kommen. Mein Name ist Chun-Li. Ist nicht böse gemeint, wieso gibt es kaum was zu hören zu Shadow of the Erdtree? Ja, das liegt hauptsächlich an der EM, dass ich einfach nicht dazu komme, zu zocken. Und ja, das ist das Problem. Ich muss Fußball gucken. Was heißt muss? Ich will natürlich auch Fußball gucken. Aber deshalb nimmt es mir so ein bisschen die Spätschicht. Also 18 bis im Prinzip fast 0 Uhr ist immer Fußball. Und das wäre eigentlich auch so meine Zeit gewesen, wo ich streame. Aber ich sag's euch ehrlich, es ist nicht schlimm, weil ihr verpasst nichts. Ich spiele es nicht privat heimlich, sondern es verschiebt sich einfach nur ein bisschen. Und ich bin froh, dass ich es immer noch vor mir habe und noch nicht. Ich gehe das schön langsam an. So, jetzt muss ich mal kurz noch hier konzentrieren. Das ist jetzt CPU-Gegner übrigens. Okay. Immer noch drauf, einfach. Guckt euch das an. Scheiße, ich wollte gar nicht springen. Ich hab's einfach immer noch drauf, Leute. Was soll ich sagen? Spielt sich aber schon anders als Street Fighter 2. Okay. Das sind hier die... Den Namen ver... Oh, shit. Warum greifst du nicht? Greif doch! Okay, da hat er mich gepunished. Ja, okay, jetzt wird's aber langsam persönlich. Die haben ihren Body Slam geändert. Ja, das ist natürlich jetzt alles noch so ein bisschen wildes Button-Mashing. Wir sind ja noch fern davon, wirklich taktisch zu spielen mit den ganzen Countern und so. Ich muss gleich vielleicht nochmal... Alter, wie sieht denn Jile aus? Wie habt ihr ihn ausgesprochen? Jile, Guile, Jewel? Ich habe schon die verschiedensten Wortschöpfungen gehört. Ich mag, dass er immer noch diese Körperhaltung hat. Im Film hieß er auch Geil, oder? Geil, ja, Colonel Geil, ne? Ja. Oh, Counter, Alter. Ich sehe sehr viel Gülli im Chat. Was liest du? Gülli und Geil und... Gülli. Gülli. Geili. Gülle auch, okay. Oh, war das stark.
Vielleicht sollte ich einfach selber kämpfen. Auf der Gamescom-Bühne. Es ist echt schwer vorstellbar, dass es da draußen jemanden gibt, der mir was beibringen kann in dem Spiel, ehrlich gesagt. Guckt dir das doch mal an. Guckt euch das an. Der geht zur Air Force danach. Ah, der ist ja bei der Air Force. Alter, ist das krass, was ich hier mache. Okay, Back Suplex. Das ist das erste Mal, dass ich das spiele. Noch Fragen? Könnt ihr euch vorstellen, wie ich mit 12 drauf war? Im Neckermann-Turnier. Ich glaube, ihr unterschätzt ein bisschen, wie krass ich war. Ich mach gleich Ranked, keine Sorge. Erstmal hau ich hier diesen Truck zu Klumpen. Das finde ich schön. Das ist Tradition, dass es das immer noch gibt. Okay. Das ist auch so irgendwie Street Fighter, dass sie sich irgendwann überlegt haben, okay, die verprügeln einfach kurz in zwischen zwei Kämpfen ein Auto. Und keiner hat gesagt, aber warum? Oh, Cammy, gespielt von Kylie Minogue im Film. Nein! Wer soll mich stoppen? Ja, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Aber wir werden es gleich sehen. Ups. Scheiße! Korrigiere CPU. Ey, Maul jetzt! Guck dir das an. Oh ne, sie hat mich. Wie macht man denn den Super da? Fertig. Ende Gelände. Ein Pixel noch. Easy. Allerdings, ich weiß nicht genau, wie ich gerade diesen Special gemacht habe. Es war ein bisschen Button-Mashing, gebe ich zu. Ich glaube, Dreieck, Kreis. Well, look at that. I heard rumors you'd retired. But I guess your senses are still working at least. Did you honestly think you would go unnoticed? Don't I know it? Gibt übrigens einen ganz guten Street Fighter Manga, beziehungsweise Anime. Anime-Serie, aber die ist schon älter, aus den 90ern, glaube ich. Ist ganz nice. Wirt hat mal die Story von Street Fighter zusammengefasst, das war sehr umfangreich. Alter, die ist nicht schlecht, aber ich bin besser. Oh, was war das für ein krasser Konter? Was geht mit ihr? Oh. Moment, Nikola. Ja, ich, wow.
könnte ein Problem sein. Was geht mit dir? Was geht mit dir? Jesus! Mann, was ist das für ein Dreck? Alter, ich hasse diesen Move jetzt schon. Pam, 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 pam. Kanter. Punish. Gepunished direkt. Jetzt wird's eng. Nein! Was zum Pf? Chun-Li, was ist bloß aus dir geworden? Ich bin es nicht gewöhnt zu verlieren. Jetzt gibt's aufs Maul. Nein. Bam. Boah. Wieso dieser Punish-Counter immer? Nein, dieser Move, der gehört verboten. Habt ihr das gesehen? Oh, wie ich das abgewehrt habe. Dieser Move, Alter. Ich weiß, dass das ein Throw ist. Der fuckt mich ja so ab. Regt mich so auf. Alter, die macht mich einfach platt. Ich habe keine Chance gegen die. Jetzt aber. Bam! Ich verlang mir alles ab, Alter. Die Jury. Ist nicht einfach hier. Ich hab da auch gedrückt. Bam. So geht das, Babe. Nein! Alter, sie macht immer diesen Move, ne? Das ist mein Sieg. Nein! Ich hätte auch gezündet gerade. Alter, ich kann es nicht glauben. Es war eine Hundertstelsekunde, die gerade gefehlt hat. Wirklich. Ich hatte auch gerade mein Special gezündet. Sie hat es eine Sekunde früher. Jetzt mache ich sie sowas von fertig. Jetzt gibt's aufs Maul. What the fuck? What the fuck? Alter, dieser Move sollte wirklich...
der Sieg. Ohne den Move wärst du nichts! Ohne den Move wärst du nichts! Alter, jetzt kommt wieder ihre völlig übertriebene... Ich kann auch cheesen. Und jetzt bist du dran, Bitch. Bam! Ja, jetzt kannst du wieder nur das machen, ne? Was willst du machen? Ist ein bisschen unfair, dass der Gegner keine Continues hat. G? So, Leute. Street Fighter 6 durchgespielt innerhalb von 10 Minuten. Noch Fragen? Ist das schon ein Speedrun? Ja, oder? Tja, wann kommt Street Fighter 7 raus? Das ist jetzt unangenehm, das Capcom hat damit nicht gerechnet. Aber was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Das hat mich wirklich geärgert, als ich gehört habe, Chiara, Nils und Soon und Etienne, die Noobs, die vier Noobs. Also es ist wirklich, das hat mich ein bisschen getriggert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch, dass Herr Reinke immer durch die Redaktionsräume läuft und sagt, es kann ja hier keiner Street Fighter, weil er gegen im Rocket Beans Lauchturnier, an dem ich nicht teilgenommen habe, irgendwie die Praktikanten an die Wand geschleudert hat. So. Du solltest World Tour spielen. Was ist World Tour? Okay, gucken wir uns an. Congratulations. Oh, guck mal, so in das sieht geil aus. So wie so ein altes Super Nintendo Cover. Mega nice. Okay. Oh, ich habe noch mehr freigeschaltet. Glückwunsch. Wenigstens Street Fighter hat Anstand. Guck. Da ist er, Bison. Wusstet ihr, dass in der japanischen Version Bison und Balrog vertauscht waren? Nee, warte. Vega und... wie war es nochmal? M. Bison und Vega, glaube ich, waren vertauscht. Also die Namen. Die haben die dann einfach umgeändert. Warum auch immer. Genau, Bison war Vega wegen Tyson. Was ist das hier alles? Wieso kriege ich hier ständig irgendwelche Bilder geschenkt? Das sieht auch so ein bisschen aus, als ob das Bilder so von Fans sind, oder? Das sind irgendwelche gemalten. Steht immer unten in der Mitte steht immer der Name. Als okay. Ja, doch jetzt. Shinkiro, das sind Bilder, die die Fans gemalt haben. Okay. Übrigens, was mir aufgefallen ist, hat jetzt nicht direkt was mit Street Fighter zu tun, aber... Warte, dazu gehe ich ins Vollbild, weil das wichtig ist, was ich zu sagen habe. Mir ist aufgefallen, es gibt bei Netflix, gibt es so Prügelserien und Anime-Prügelserien und Filme. Und ich habe da neulich mal reingeguckt und da geht es wirklich nur darum,
Also die haben fast keine Story, dass irgendwelche krassen Typen gegen noch krassere Typen sich auf die Fresse hauen. Ultra brutal, ultra spektakulär inszeniert. Und ich möchte an der Stelle einfach mal sagen, dass ich das befürworte. Fantastisch. Ich weiß gar nicht, wie die ganzen Dinger heißen. Da gibt es verschiedene Serien und Filme und so. Und ich habe da mal so reingeguckt. Und es wird einfach nur die ganze Zeit aufs Fressbrett geschlagen. Welcome. This is Buckler Security Services. I'm Luke, the coach around you. Genau. Baki und noch so andere Sachen. Fantastisch. Fantastisch. Und inszenieren, ey, richtig gut. So, ein neues Du, Avatar erstellen. Erstellen einen Avatar für den World Tour, der auch im Battle Hub verwendet wird. Schau dir die verfügbaren Voreinstellungen an. Die Länge deiner Gliedmaßen. Jetzt habe ich hier wieder falsch gedrückt. So. Falsche Taste, sorry. Die Länge deiner Gliedmaßen und die Größe deines Körpers spielen im Kampf eine Rolle. Lange Gliedmaßen machen es einfacher, mit Angriffen weit entfernte Gegner zu treffen. Ein massiver Körper hingegen macht dich zu einem größeren Ziel für dein Gegner. Du kannst dein Aussehen jederzeit im Bodyshop ändern. Ja, das ist ja schon quasi hochgeladen von mir. Das ist ja 1:1. Eingescannt worden, naja. Das ist quasi von mir eingescannt worden. Nur die Frisur ist falsch. Im Scan da eine Cappy getragen, das ist aber schlecht. Ja, das war dumm. Avatar Vorlagen, Körperbau. Mehrere Seiten, oder? Okay. Huh? Es gibt ja sogar drei Seiten. Ja, ja, es ist richtig. Oh, Alter, guck mal, was eine Kante. Nehmen wir uns der Realität. Ach, hier kannst du noch mehr. Gestern zufällig jemand UFC geguckt, wo wir hier beim Thema Kampfsport sind. Unfassbar. Der Main Event, der große Kampf, in 5 Sekunden vorbei. Der allerersten Aktion. Da fragt man sich ja auch gut, dass man kein Geld dafür gezahlt hat. Also, keine Eintrittskarte. Stell dir mal vor, du bist da irgendwie vor Ort. Was ist das denn Proportion? LOL. Das ist ja saulustig. Guck dir das mal an. Oh, ich will so kämpfen. Obere Körperhälfte. Achso, Kopf. Kopfgröße. Alter, hier kann man ja alles anpassen. Was ist, wenn wir einen ganz kleinen Kopf machen? Die Größe deines Kopfes, also die Länge deines Halses und deiner Beine können eingeschränkt werden, um die von dir gewählte Körpergröße beizubehalten. Das ist ja nur geil. Halsumfang machen wir auch ganz klein. Schulternbreite, Rückenmuskeln, das ist ja fantastisch. Trapezmuskeln. Im Ernst? Was kann man hier alles einstellen? Trapezmuskeln. Wir müssen natürlich ganz hoch. Brustkorbgröße. Was passiert, wenn wir das ganz runter machen? Okay, das sieht dumm aus. Das sieht aus wie eine Luftmatratze. Wir wollen mal nicht übertreiben. Form. Stellt euch mal vor, man könnte das echt so im Leben sich so anpassen. Wie geil wäre es, oder? Wir würden alle halt so rumlaufen.
Das wäre dann auch schon wieder lame. Armlänge. Oberarme. Ey, das sieht scheiße aus. Das sieht... Oh, ich bin schon gespannt, wie der kämpfen wird. Unterarme. Handgröße. Trump-Hände. So Kinderhände, Alter. Oh, nee, wir machen ihm so richtige Pranken, Alter. Wir machen ihm so richtige Pranken. Er hat kurze Arme, aber richtige Pranken. Bauch. Ja, leider haben wir leider ein bisschen Bauch. Wölbung. So, untere Körperhälfte. Abdomentiefe. Ja, leider habe ich gar keinen Arsch in der Hose, Leute. Das muss ich ganz klar sagen. Einer meiner Makel. Ich habe wirklich. Von mir geht's Hals, Rücken, Kniekehle, das ist alles eins, wie so ein Bügelbrett. Ist flach. Wenn ich mich flach aufs Wasser lege, bin ich quasi ein Surfbrett. So sieht mein Hintern in echt aus. So. Echt so. Oberschenkel müssen jetzt wieder mächtig sein. Never skip leg day. Oh ja, guck mal, leg day. Guck mal hier. Die sogenannten Wirts. Dann geben wir uns ganz kleine Füße. So, jetzt gibt es noch Muskelausprägung. Definiert. Gut gebaut. Weich. Oh. Weich. Gut gebaut. Ripped. So, Körper. Oh, Haarmenge. Das ist ja fantastisch. Ich liebe diesen Editor, ey. Wo sind denn die Haare? Ja! Sieht ja nicht aus wie Haare, ey. Körper. Achso, das ist Körperbehaarung. Jetzt gibt es auch noch Brustbehaarung. Aha. Was passiert denn, wenn wir full hair gehen?
Rückenbehaarung haben wir auch. Ach, fantastisch. Er sieht ein bisschen aus, als ob er die Wohnung gestrichen hätte. Oder? Es sieht irgendwie nicht aus wie Haare. Komm, dann machen wir vielleicht... Ich wollte eigentlich nur so eine schöne... Hier machen wir die nämlich überall weg. Rückenbehaarung brauchen wir auch nicht. Aber hier, Brustbehaarung voll und Körperbehaarung weg. Ach nee, das ist alles. Okay, ich verstehe. Müssen wir hier auf 0 und hier auf 100. So. Was jetzt? Alter, das gibt es ja nicht. Oh mein Gott, du kannst ja alles nachbauen. Nee, das würde jetzt zu lange dauern. Wir wollen ja auch noch ein bisschen kämpfen. Aber das ist ja mal krass. Was ist der krasseste Editor, den es gibt in Spielen? Ich würde sagen, das ist hier schon vorne dabei, auf jeden Fall. Also Dragon's Dogma war schon richtig krass. Wahrscheinlich ist ja auch Capcom, wahrscheinlich ist das der gleiche Editor, nur auf Street Fighter angepasst, oder? Das könnte sein, weil der ist ähnlich komplex jetzt wie... Guck dir das an, der ist ja richtig krass. Was man da alles machen kann. Achso, das ist Schminke? Ach, Gesichts-Make-up. Nee, ich will kein Make-up. Regulär. Ah ja, so gut. Ja, okay. Guck mal, alleine wie viele Narben es gibt. Wobei, das sind doch immer die gleichen. Also das ist jeweils die andere Seite. Und dann kannst du noch die Farbe auch noch ändern. Das ist ja sick, ey. Guck dir das an. Und du kannst hier 7 verschiedene... Okay, Make-up, Narbe, Muttermal... Lol. Dieses fragt völlig zu Recht, woher man so eine Narbe bekommt. Ja, was das musst du gelebt haben? Kanonenkugel gegen den Kopf oder sowas? Das hier, ja. Das ist ein bisschen wie mein Gorbatschow, nur wenn du es bei jedem Mal machst. Also, wow. Egal. Und das hier, ja. Also das kann einfach sein, dass du Tennis gespielt hast, einen Aufschlag versucht hast, mit deinem Auge zurückzuspielen. Aber das sind ja schon Narben, die sind ja schon... Die sind ja schon fast schön. Nicht schlecht, hier so ein kleines Pfeilchen einfach über den Augen. Okay, aber ich mache jetzt mal nichts. Was hat der Narbe da? Was haben wir hier? Hautfarbe, Haarfarbe, Iris, Wimpernfarbe, Augenfarbe... Stimme. So, Stimme 10 ist ja ganz klar. Was ist das? Aktuelles Rezept? Achso, da kannst du... Ja, ich verstehe. So, und jetzt? Gott.
ich lieb's. Weil ja, da muss noch angepasst werden. Ich wollte mein Gym, ne? Ich muss auch mal wieder ein bisschen mehr mein Gym. Was? Die Haare. Ganz wichtig. Ah ja, die Haare können wir noch was machen, das stimmt. Wo können wir denn Haare machen? Frisur hier. Frisur, ja. Da können wir echt noch mal ein bisschen ran, die Haare. Hier ist der berühmte Gäbel. Kannst du, wir könnten hier wirklich, wenn wir Zeit hätten, könnten wir hier wirklich Leute aus der Firma nachbauen. Oh. Afro ist immer gut. Kannst du länger einstellen da? Mal hier, das ist doch, der jetzt sieht er aus wie Dings. Hier, wie heißt er? Teddy. Teddy Tettelbahn. Gut, dass die Haarlänge immer auf 100% eingestellt ist. Ja, kann man auch ändern. Ein bisschen länger wäre doch cool. Ja, ich finde, ehrlich gesagt, finde ich das auch nicht schlecht. Hier, das. Ja. Oh. Was denn? Okay. Das trägt man heute so. Das Deutschland-Trikot als Farbe, als Haarfarbe. Ja, das ist ein bisschen aus Versehen oder per Zufall. So, das finde ich jetzt alles schon ganz gut. So, jetzt, das reicht. Wie können wir das denn jetzt hier fertig machen? Wie komme ich jetzt abschließen? Hier, zack. Ja, King Ed bleibt. Bleibt! So. Foto machen. Kann ich irgendwelche Grimassen machen? Nee. Rauszoomen? Nee, ich könnte tatsächlich nichts machen. Ja, sehr gut. Stark. Der hat Muskeln, die aussehen, als ob er eine Rüstung trägt. Guck mal, wie so Schulterpads. Wer ist er eigentlich? Die kleinen Füße. Möchtest du das Tutorial spielen? Nein. Für die Kämpfe im World-Modus gibt es zwei Chancen. Modern, klassisch, modern ist ein Viertasten-Lane und das sind Spieler eine freiere, leichter Angriff. So. So Leute, da kommt direkt der erste Kampf. Smallfoot. Simple and boring. But remember, even the biggest rockets need a stable launch. Ich liebe den Blick. Das sieht einfach so super aus. Oh, da könnte man Stunden in dem Editor verbringen. Du kannst einfach alles bauen. Oh, wer ist der Bad Boy? Bildschirminformation während des Kampfes. Kampf. Naja. Aufs Maul hauen. Kann ja nicht so schwer sein. Sieg. Aber schon geil, dass die dann das alles so in die Zwischensequenzen und so eingebaut haben, was du dir da gebaut hast.
really gonna be the type to jump before you think? But coach, that was the kind of situation I want to learn to deal with. You're not here to punch bags either, right? Ah, right. This is Bosch. He signed up for the same regiment you are. Luki. Ich habe hier einen kleinen Kobold, der versucht, sich hier reinzuschleichen. Papi arbeitet. Wir sind beide auf der Suche nach Stärke. Einer von uns wird zuerst ankommen. Sorry, bist du schon bei Stärke? Ja, ich bin schon da. Ich bin schon bei Stärke. Strength means to you before you go looking for it. You go looking for the wrong things and you really might. Es sieht dich niemand, nein. Jetzt sieht man dich. So. Lass mal Papi arbeiten. Mach mal die Tür wieder zu. Sorry. Nun. Jetzt klingt hier auch noch mein Telefon. Ich weiß gar nicht, wo es ist. Jetzt ruft auch meine Mutter an. Mama, ich bin im Stream. Ich arbeite gerade. Willst du was den Leuten sagen? Hallo. Hallo, ich habe eine richtige Frage an meinen Sohn, aber er ist am Streamen. Was für eine Frage? Ist das eine Frage, die, ist das, da kann man die, dürfen die Leute die hören? Klar. Was für eine Frage? Na, ich habe dir doch heute geschrieben mit diesem Gutschein von Apple. Ja, ja, für meinen Sohn. Nein, das besprechen wir ein andermal. Dann ruf mich zurück, wenn du Zeit hast. Ja, aber dann ist Fußball. Ja, aber ich muss wissen, was ich machen muss. Ich habe mein Wort gegeben. Ja, ja, ja. Wir besprechen das noch. Viel Spaß beim Streamen. Tschüss. Ciao, Schatzi. Jesus Christ. Familie ist der härteste Gegner. Es ist wirklich so. Wenn die wüssten, dass ich auf der Suche nach Stärke bin. So, das versaut mein ganzes Image. Jahrelang baut man sich ein Image ab. Das wird innerhalb von 10 Sekunden von Muttern und Sohn hier zerstört. So. Blitzdings. Weiter geht's. Oh, hier. Sag ja, sonntags um diese Uhrzeit, ey. Listen to what your coach says and put your hearts into your training. Focus on that. Alter, diese Oberarme. Let's get back to business. You wanted something more practical, right? Well, practicality comes in many forms. Ach guck mal, man kann sich sogar Narben auf die Arme machen und so. Hit the streets. Oh, jetzt geht's erst richtig los. Auf der Suche nach Stärke. Der Kontrast zu den normalen Leuten. Es ist so lustig einfach. Ich kann. Es ist so, sieht so gut aus, ey. Wann ist das Turnier? Klickt aufs Panel unter meinem Twitch-Channel.
auf das Street Fighter Panel. Da sind alle Infos, wie ihr euch bewerbt, wann die Termine sind und so weiter. Dank der Mühne ist immer Mike Hagger. Wer weiß, wer Mike Hagger ist? Chat, wer weiß es? Da stand gerade Bürgermeister Mike Hagger. Wer weiß es? Na? Nicht googeln. Wer googelt, ist lame. Nicht aus Streets of Rage. Final Fight, Traumtyp, ja. Streets of Rage ist die Konkurrenz. Das ist natürlich aus Final Fight, Capcom. Alexander wusste es aber auch, okay. Ja, das ist einer von den Dudes, die man... Guy heißt der eine und der andere heißt Mike. Mike Hagger. Haggis? Nee, Hagger, oder? Wer praktische Erfahrung auf der Straße sammeln, braucht nur die Ganoven hier zu verprügeln. Ey, das ist ja richtig mit so Rollenspielmodus hier. Wie auch immer, mir wurde gesagt, dass dies unsere nächsten Schritte anzeigen würde. Oh, warte kurz, ich krieg eine Nachricht vom Coach. Da ist eine App auf dem Gerät. Schau sie dir an. Hast du etwa was bekommen? Du kannst alle möglichen Informationen... Du Scheiße, was ist denn das jetzt hier? Willkommen auf der Straße, wohin du gehst und was du tust, bleibt ganz dir überlassen. Aber wenn du ein Gefühl dafür bekommen möchtest, wie Dinge irgendwo ablaufen, gibt es keinen schnelleren Weg, als die Einheimischen zu fragen. Halte nach einer Person namens Alice Ausschau. Alice Ausschau? Sie wird dich auf den richtigen Weg bringen. Das sollte einfach sein. Gehen wir hin. Ja. Lewisch. Lewis Café? Dein Missionsziel ist durch die hellviolette Markierung gekennzeichnet. Versuche sie anhand. Ach, guck dir das an. Das ist jetzt hier einfach ein Open-World-Spiel. Das ist ja abgefahren. Soll das der Times Square sein? Ja, das soll der Times Square sein. Why, hello there. Right. Scherz beiseite, ihr seid Lukes Schüler, richtig? Er hat mich gebeten, euch eine Weile beim Training zu helfen. Zuerst einmal war eure kleine Mission, mit mir zu reden, ein voller Erfolg. Und nun wäre es, wie wenn wir uns prügeln. Man kennt es, normale Dialoge aus dem Leben gegriffen. Lande 10 automatische Kombos. Mit der modernen Steuerung können automatische Kombos ausgeführt werden, indem du R2 gedrückt hältst, während du angreifst. Lande einen Angriff mit R2. Kannst du einen Kombo-Angriff, wenn du in der Geschichte weiterkommst. Ja, komm, das kann nicht jetzt so schwer sein. Guck mal, wenn der sich bückt, wie der Rücken da nach hinten rausgeht. Koink. Ja, er sieht lustig aus, aber er kämpft sich gar nicht mal so gut. Initiiere einen Kampf. Drücke Viereck, wenn du in der Nähe eines potenziellen Gegners bist, um einen Kampf zu initiieren. Wer gewillt ist, deine Herausforderung anzunehmen, bekommt eine Stufe über den Kopf angezeigt, die als Indikator gilt, wie gut diese Person kämpfen kann. Versuche einen Kampf mit jemandem zu gewinnen, der ungefähr so stark ist wie du.
Das ist ja Quatsch. Wer soll das? Da finde ich ja niemanden. Hier. Achso, nee, das geht gar nicht. Er hier. Steve. Oder? Hier. Unter Druck Objekte verwenden. Du kannst während des Kampfes Objekte benutzen? Drücke Objekte, dass wir Gesundheit wiederherstellen. Das ist ja Quatsch. Und er hier die richtige Bud Spencer-Schelle. Guck mal, der Typ, den ich davor verprügelt habe, ist jetzt Zuschauer und Fan geworden. Kämpfe, um stärker zu werden. Belohnungen und Stufen oder Kämpfe macht deinen Kämpfer eine gefühlte Erfahrungspunkte. Ich glaube nicht, dass ich kann nicht glauben, dass sie einen Rollenspieler draus gemacht haben. Gesammelt hast, steigt dein Avatar auf, wodurch sein Basisparameter bei deiner Schulung des Avatars oben rechts auf dem Bildschirm. Das ist ja geil. Hältst du Fähigkeitspunkte. Wenn du die Status-App auf deinem Gerät oder Fähigkeit hast, kannst du gewonnene Fähigkeitspunkte verwenden, um neue Fähigkeiten freizuschalten. Oh. Special Moves hier. Okay, ich habe noch nichts freigeschaltet. Fähigkeiten freischalten. 3 Pokale kostet es. Ah ja. Wurfkraft erhöht die Wurfstärke, erhöht die Stärke von Einzigartig, erhöht die Trittstärke, erhöht die Schlagstärke. So. Bounce. 204 Erfahrungspunkte. Kann man dann auch hier theoretisch runter oder was? So ein Metropass? Ja. Hey, versuch nicht mich zu verarschen. Das U-Bahn-System dieser Stadt ist gefährlich, kein Scherz. Sprich mich wieder an, wenn du einen Metro Free Pass hast. Ja. Metro Free Pass hast. Ist auch geil, in der Street Fighter City sind halt alle bereit, sich zu prügeln. Katie, Isabel, jeder will hier sich prügeln. Ist fast wie in Frankfurt. Eiler, Stufe 4, mach ich trotzdem platt, oder? Und Pam!
Okay. Go vegan. Was haben wir noch? Wer ist der Höchste hier? Ich will den Babbo. Den Baba was? Oh, hier kann man eine Kiste öffnen. Wieso nicht? Doch. Oha, 5000 Meilen? Tartar Level 5. Das ist das Höchste bislang, ne? Oh shit. Scheiße. Grab ihn doch mal. Pam. So. No limits. Ey. Das ist mein Werbeposter, das habe ich gerade angeguckt. Ja, den kann ich nicht verprügeln. Tony, Joe. Noch hier hoch. Keiner. Oh, jetzt habe ich Geld gefunden. Manchmal musst du mit Leuten auf der Straße reden, um sie zum Kämpfen auffordern. Es ist wie Hallo sagen, nur mit viel mehr Schlägen. Und wenn du von den vielen Prügeleien Appetit bekommen hast, dann gönn dir einen Happen. In der Nähe gibt's einen Foodtruck. Schau dort mal vorbei und iss ein Stück Pizza. Die ist der Oberhammer. Ey, Capcom und das Essen in Videospielen. Was ist da eigentlich passiert? Shopbesitzer Biz. In Fresstempeln gekauftes Essen kann verzehrt werden, um deine Gesundheit oder eine Reihe anderer Effekte zu erzielen. Mh, das war lecker. Was habe ich gesagt? Hammer Pizza, oder? Alle Pizzen sind lecker, aber Peperoni mag ich am liebsten. Wenn du mal keine Ausdauer mehr hast, wird Essen dich schnell wieder auf die Beine bringen. Manche Lebensmittel lassen sich sogar herschlagen, bla. Also mein Charakter sieht jetzt nicht so aus, als ob er noch nicht mal genüsslich eine oder die eine oder andere Pizza gegessen hätte. Okay, ich habe genug von diesem Modus. Ich muss jetzt online Leuten auf die Fresse hauen. Wir gehen hier wieder raus. Aber sehr schöner, motivierender Modus. So richtig schön RPG-mäßig. Ich glaube, das macht Bock. Aber wir müssen jetzt... Wo müssen wir denn? Fighting Ground? Was ist denn das hier? Mehrspieler. Was ist das? Nee, ich will ja nicht mit dem spielen. Are you crazy? Nein, nein. Das ist ja völlig verrückt. Well, it looks like we meet again. Joe, danke für 32 Monate, mein Lieber. Nein, 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 nicht du. So that's your vibe, is it? I like it. You got it. Not in a bad way, so I'm sure. Try access. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Extreme Battle Hub. So don't be nervous. Now, go
explore and have some fun. Lass mich wieder raus hier. Nein. Ich bin falsch hier. Hier muss ich in Fighting Ground. Und dann gehen wir auf Online-Ranglistenkampf. Ranglistenkämpfe. Tritt in Online-Kämpfen gegen Spieler aus der aller Welt an. Durch das Austragen von Menschen steigen deine Liga-Punkte. Ja, easy. So, die Charakter wählen, Charakter aussehen, wenn du möchtest, Titel und Herausforderung. So, Ranglistenkampf, Freunde, Suchbereich, weltweit begrenzt, keine Ahnung, Crossplay, nur 5 Balken. Ah, das ist die Verbindung, ne? Sollte man wahrscheinlich auf nur 5 Balken machen, oder? Gegner bestätigen? Kein Plan. Charakter. Viel Glück und viel Spaß, auf keinen Fall. Ich fange gerade erst an. Ich bin doch ganz neu. Ich streame gerade. Gibt's denn nicht auch ein paar großspurigere Statements? Lass uns chatten. Ich spiele solo. Kannst du mal einen Spieltitel eintragen? Ein paar coole Titel dabei. Oh, okay. Richtig viel Auswahl. Master League. Das muss das Ziel sein. Ranglos Anfänger. Nur für Spieler mit wenig Kampferfahrung. Fortgeschrittener Experte. Machen wir erstmal Anfänger. Here comes a new challenger. Dann bestimmt irgendwelche Smurf-Sets von wegen Anfänger. Hä, Com-Stufe? Wieso denn Com-Stufe? Ist das jetzt Computer? Ich glaube, das ist Computer oder Com-Stufe. Nee, warte mal. Wieso ist das denn jetzt Com-Stufe? Ich raff nicht. Ist das jetzt ein Computer oder ist es jetzt ein Typ? Zum Einranken, sagt der Chat. Was ist das? Zum Einranken. Ah, zum Einranken. Zum Einranken. Ich müsste mal jemanden haben, der mich auch mal einrankt. Tschüss. Nee, was? Ich hab doch zuerst gezündet. Hä, raff ich nicht. Um ein Rematch bitten?
Hä? Hä? Jetzt muss ich hier langsam Schluss machen, weil gleich Fußball ist. Und ich bin ja nicht nur Street Fighter-Experte, sondern ich bin auch der weltbeste Fußball-Experte. Es ist nicht leicht, ständig in einem der Beste zu sein. Ihr wisst es natürlich. Also vom Zugucken bei mir, nicht aus eigener Erfahrung. Und deshalb bin ich ständig hier. Ich muss auf allen Hochzeiten tanzen. Denn gleichzeitig werde ich natürlich auch in der Welt von Elden Ring verlangt. Als Erfinder von Dark Souls ist es für mich natürlich auch wichtig, da weiterzuspielen.